Lorenz Cavier tritt von seiner Position als Minister für Inneres und Europa zurück. Das hat er am Dienstagnachmittag in einer persönlichen Erklärung verkündet. Damit reagiert Cavier auf Vorwürfe wegen eines umstrittenen Waffenkaufs bei einem ehemaligen Mitglied der rechtsextremen Gruppierung Nordkreuz. Am vergangenen Donnerstag noch hatte er auf die Nachfrage einer Reporterin gegenüber ausweichend geantwortet. Also zur ersten Frage, natürlich ist Nordkreuz Thema von laufenden Ermittlungen. Zur zweiten Frage, zu privaten Dingen, können Sie mich gerne anfragen, privat. Alles andere bleibt Privatbereich. Dazu gibt es von der Stelle keine Äußerung. Die Reaktion des Innenministers löste heftige Kritik von Seiten der Politik aus. Cavier sollte sich eigentlich diese Woche noch im Innenausschuss des Landtages erklären. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte im Rahmen der Pressekonferenz am Dienstag kurz vor der Rücktrittserklärung noch auf die gute und vertrauensvolle jahrelange Zusammenarbeit mit Lorenz Cavier hingewiesen. Es ist so, dass Herr Cavier eingeräumt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Und es ist auch klar zwischen uns, dass es an diesem zentralen Anliegen, dass wir alles dafür tun, Rechtsextremismus zu bekämpfen, keinen Zweifel geben darf. Und deshalb haben wir am Sonnabend ein längeres Gespräch hier in der Staatskanzlei geführt. Und er hat mir versichert, dass er zum Zeitpunkt des Kaufes seiner Waffe keine Anhaltspunkte für einen Verdacht gegen den Verkäufer der Waffe hatte. Cavier nennt in seiner Erklärung die unsägliche Berichterstattung, die ihn zu diesem Schritt gewogen hat. Ihm zufolge hat ihn die Berichterstattung, in der ihm die Nähe zu rechten Kreisen suggeriert wird, zutiefst verletzt. Er weist diesen Vorwurf in dem Statement mit aller Schärfe zurück. Die Schlagzeilen haben sich laut Cavier aber bereits in die Köpfe der Menschen eingebrannt. Lorenz Cavier hatte bereits vor ein paar Monaten seinen Rücktritt aus der Politik angekündigt. Nun erfolgt dieser ziemlich abrupt, noch vor der Landtagswahl 2021.